Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Kunstinteressierte, ich bin gerade mitten in Schwabing als Literaturradio Hörbahn unterwegs zu einer Vernissage und freue mich sehr, dass Sie mich begleiten. Heute möchte ich Sie auf eine faszinierende Kunstreise mitnehmen, die die Grenzen zwischen Zeichnung und Malerei auslotet. Ich besuche die Ausstellung Farbfluss und Strichgewebe, eine eigene Wirklichkeit, des renommierten Künstlers und Architekturprofessors Alban Jansson. Diese Ausstellung vereint erstmals zwei seiner Werkgruppen in einem einzigartigen Dialog. Ich betrete die Ausstellung und treffe auf 10 Werke des ausstellenden Künstlers Alban Jansson. Stellen Sie sich vor, Zeichnungen, die durch ein dichtes, diffuses Strichgewebe eine leise Dynamik entfalten. Formen treten unversehens aus einem bedeutungsfreien Rauschen hervor und füllen den Raum in ganz subtilen Schichten. Daneben gibt es Malereien, die durch eine tastende Farb- und Formsuche wachsen, wobei jede kleine Hinzufügung die Struktur bewegt und intensiviert. In den nächsten Minuten werden wir tiefer in diese faszinierende Ausstellung eintauchen und den Reichtum und die Vielschichtigkeit von Janssons Arbeiten erkunden. Doch hören wir die kurze Begrüßung des Galeristen Johannes Rodach. Die anschließende Einführung von Alban Jansson verspricht eine inspirierende Reise in die Welt seiner Kunst. Danach werde ich einige Besucher der Ausstellung fragen, was sie auf den Bildern sehen, was es sie fühlen lässt und warum sie überhaupt gekommen sind. Ich freue mich ganz arg, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, ist ganz toll, dass wir hier Alban Jansson heute sehen dürfen. Ich habe den Alban vor einem Dreivierteljahr kennengelernt. Eigentlich erstmal übers Internet, mir ein PDF angeschaut, dann bin ich auf die Website gegangen und dachte mir so, wow, irritiert mich, fordert mich heraus vor allem. Ich finde das immer visuelle Herausforderung, den Spaß eigentlich, und habe irgendwie erst dann die Vita gelesen und habe festgestellt, oh ja, der Mann hat sich wirklich mit Räumen beschäftigt, und das finde ich ganz spannend, weil Alban war ganz lange Architekt, hat als Architekt gearbeitet, hat ein Architekturbüro und hat auch einen Lehrstuhl in Karlsruhe, glaube ich, für 10 oder 15 Jahre gehabt. 20, Entschuldigung. Ja, und dann habe ich einfach den Alban angerufen, bin zu ihm rausgefahren und habe erstmal gestaunt, ach, das ist der Alban Jansson. Und ich hatte mir man hatte immer eine Idee, wie könnte der Maler ausschauen, wer könnte das sein. Und dann dachte ich, so ein zierlicher Mann passt natürlich wahnsinnig zu den zierlichen Zeichnungen. Aber ich bin natürlich erstmal auf die Ölbilder gegangen, auf Farbe. Im Internet ist ja immer alles, was farbig ist, viel deutlicher. Und habe ich erstmal die Ölbilder angeguckt und bin dann, irgendwann habe ich gesagt, ja, Zeichnungen, was, du hast auch Zeichnungen? Dann haben wir uns die Zeichnungen angeschaut und dann war Ruhe, dann haben wir uns eine halbe Stunde lang gar nicht unterhalten, nochmal ein anderes Bild angeschaut und habe mich da auch wieder verloren. Also man verliert sich, wie Sie schon gemerkt haben, ganz, wenn man sich wirklich drauf einlässt, verliert man sich in diese Zeichnung, wo einfach so eine Prozesshaftigkeit sichtbar wird, wenn man sich wirklich mit den Augen über die Linien geht und die Linien verfolgt und dann mal ein bisschen einen Schritt zurückgeht, wieder einen Schritt näher kommt, und wenn man einen Schritt nochmal zurückgeht und noch einen Schritt weiter, dann sieht man auf einmal Dinge, wo man denkt, okay, das ist ein bleibendes Bild auf meiner Retina gewesen. Da macht man die Augen zu, so mache ich das grundsätzlich, dass ich mir die Bilder eigentlich mit geschlossenen Augen nochmal anschaue, und da haben die eine ganz krasse Dynamik entwickelt irgendwie. Es war alles im Fluss, und dieser Fluss, der am Anfang auch in den Malereien sichtbar war, der war auf einmal noch viel intensiver für mich in den Zeichnungen sichtbar. Und wir alle haben schon gezeichnet mit Bleistift und vielleicht auch mit Öl und wissen, wie schnell man dann irgendwie in was Triviales, Gegenständliches kommt oder auch in was Großartiges, Gegenständliches. Aber nach welchen Kriterien führt man den Stift, wenn man so imaginäre Räume erschafft, in denen man sich verliert? Das war die große Frage. Und da ist, glaube ich, die Architekturzeit, die Beschäftigung, die Intensive mit dem echten Raum, in dem man sich bewegen kann, ein riesengroßer Vorteil für einen Zeichner. Das war in Italien, ist ein
Beispiel, das ich ganz oft auch bei meinen Studenten angebracht habe, dass die Beschäftigung mit den Räumen ganz wesentlich ist, um später wirklich auch im zweidimensionalen Raum sich zurechtzufinden und da mit Räumen zu arbeiten und im dreidimensionalen sowieso. Und tatsächlich ist mein Paradebeispiel immer in Italien, war das, Italien war immer unglaublich bekannt für sein großartiges Design und für seine Kunst, für seine Filme. Und bis in die 70er Jahre war es in Italien Pflicht, bevor man irgendwas anderes im Kunstbereich studiert hat, dass man ein Jahr komplett Architektur studiert. Und seitdem das nicht mehr Pflicht ist in Italien, ist das italienische Design leider belanglos geworden, wie wir alle wissen. Es gibt kaum mehr bemerkenswerte, finde ich, neue Entwürfe. Also lange nicht mal die Strahlkraft, die italienisches Design oder italienische Kunst hatte. Und das war dann auch der Bogen für mich, wo ich gesagt habe, oh, okay, dann hat sich jemand ein Leben lang wirklich intensiv mit Räumen auseinandergesetzt und versucht jetzt, diesen Raum aufzubrechen, in imaginäre Räume umzuwandeln. Und dazu will ich auch gar nicht weiter reden, weil das macht der Alban Jansson viel besser. Und an den darf ich jetzt auch gleich das Wort übergeben. Danke für die, Gelegenheit, hier meine Sachen zeigen zu dürfen. Ich wollte jetzt dazu aber eigentlich nichts sagen, sondern das habe ich gestern Abend schon gesagt. Ich habe nämlich noch eine andere Ausstellung in der Architekturgalerie, wo es um die Räumlichkeit geht und oder gestern Abend auch ging. Ich wollte eigentlich jetzt was sagen zu den Titeln. Ah ja, die Titel. Das ist spannend, weil ich hatte Alban gesagt, das muss ich noch ganz kurz anmerken, ich habe gesagt, so, deine Arbeiten heißen an alle 1207 oder 1209, ohne Titel 12018. Kannst du nicht einfach einen Titel dafür finden, weil das ist immer noch so eine Metaebene, die da dazukommt und die eigentlich auch, was macht da nochmal mit dem Betrachter, wenn er den Titel dazu bekommen hat? Und da hat sich der Alban ein bisschen gequält und meinte, soll ich da wirklich Titel dazu geben? Ja, habe ich dann doch gemacht. Ja, genau. Gut, aber deswegen wahrscheinlich mit dem Hintergrund dieser Problematisierung der Titelei habe ich dann mir was überlegt, was ich jetzt hier mal zu den Sachen sagen könnte. überhaupt was zu sagen, also wozu soll man was sagen hier? Ne? Also, hast du gesagt, ist sowas von 90 überhaupt eine Ansprache zu halten bei der Eröffnung, aber es gibt halt doch immer wieder den Wunsch von den Besuchern. Also vom Künstler was zu hören ist was großartig vom immer. Was zu hören, vom Künstler ne? was zu hören, aber von ja. einem Kunsthistoriker. Deswegen mache ich das jetzt mal. Also man will irgendwas verstehen oder man möchte Erklärungen haben, um zu verstehen, was es mit den Bildern auf sich hat. Und das ist eigentlich schon der Fehler, weil das Verstehen wollen ist eigentlich schon die falsche Herangehensweise, weil es in der Kunst eigentlich gar nicht darum geht, etwas zu verstehen. Verstehen heißt ja irgendwas einordnen und damit ablegen und wenn man es verstanden hat, da weiß man es und dann ist es erledigt. Und dann ist vom Bild schon direkt weg oder das meiste weg und man hat nur noch eine reduzierte, eben auf den Begriff heruntergeholte Vorstellung und sieht das meiste, was auf dem Bild geschieht, schon nicht mehr. Und die eigentliche Perspektive, mit der man an die Kunst herangehen sollte, ist die Anschauung. Also nur in der Anschauung das zu erfassen, was man vor sich hat. Im beharrlichen Hinsehen eben nicht vorschnell etwas auf den Begriff zu bringen. Und da kann ich jetzt nicht umhin, um mal was zu zitieren. Also dieses die Vermeidung der Begriffe. Also das die zurichtende Funktion der Begriffe, wie Adorno sagt, zu vermeiden und stattdessen diese eigene Wirklichkeit von bildnerischen Mitteln, Farbfluss und Strichgewebe zum Beispiel, und so heißt ja die Ausstellung, Farbfluss und Strichgewebe, deren eigene Wirklichkeit, um die zu erfassen, dazu braucht man eben eine intensivierte Wahrnehmung. Und die gelingt nur, und das kann ich Ihnen jetzt am besten durch ein Zitat von Schopenhauer vermitteln. Die gelingt nur, wenn man, und jetzt Zitat, die gewöhnliche Betrachtungsart der Dinge fahren lässt. Also nicht mehr das Wo, das Wann, das Warum und das Wozu an den Dingen betrachtet, sondern einzig allein das Was. Auch nicht die Begriffe des Bewusstseins
das Bewusstsein einnehmen lässt. Nicht die Begriffe das Bewusstsein einnehmen lässt. Sondern statt alles diesen die ganze Macht seines Geistes der Anschauung hingibt, sich ganz in diese versenkt und das ganze Bewusstsein ausfüllen lässt durch die ruhige Kontemplation des gerade gegenwärtigen Gegenstandes, indem man sich gänzlich in diesen Gegenstand verliert. Und hier liegt das Problem der Titel. Denn die riskieren, den Inhalt doch eben auf den Begriff zu bringen. Und da muss ich jetzt einfach noch mal kurz den Schopenhauer weiter zitieren. So weilt der gewöhnliche Mensch nicht lange bei der bloßen Anschauung, heftet daher seinen Blick nicht lange auf einen Gegenstand, sondern sucht bei allem, was sich ihm darbietet, nur schnell den Begriff, unter den es zu bringen ist, wie der Träge den Stuhl sucht. Und dann interessiert es ihn nicht weiter. Also was macht man dann? Deswegen nenne ich meine Bilder immer ohne Titel. Und dann Klammer auf. Und dann kommt so eine Ziffer, die sich irgendwie aus dem Datum und dem Herstellungsjahr ergibt. Gut, wenn man jetzt trotzdem einen Titel vergeben soll, weil der Galerist es will oder empfiehlt, dann gibt es vielleicht ein paar Möglichkeiten. Also was man machen kann, ist sowas wie einen inhärenten Widerspruch in den Titel zu legen, um sich gerade nicht geradlinig auf eine bestimmte Deutung, auf einen bestimmten Begriff festzulegen. Das gibt es zum Beispiel in Form von einem Titel, den dieses Bild bekommen hat, nach unserer Diskussion. Ja. Das heißt jetzt Schöne Schrecken. Und Schöne Schrecken, der Ausdruck enthält ja einen in sich einen inhärenten Widerspruch, insofern der Schrecken in der Regel nicht schön ist. Aber schöne Schrecken gibt es auch. Also man kann jetzt einfach diesen Ausdruck schöne Schrecken nehmen als ein Paradox, was so ähnlich wie in dem Spruch, den berühmten Spruch von Lautréamont, das schön sei, was wieder schön wie das zufällige Zusammentreffen einer Nähmaschine mit einem Regenschirm auf einem Seziertisch, kennen Sie alle, ne? Haben dann die Surrealisten dann weiter verwendet. Also ein solches Paradox oder eine solche Absurdität, die kann einfach nur eine Irritation erzeugen und vielleicht dadurch die Aufmerksamkeit erzielen. Oder aber sie bildet vielleicht doch irgendwie eine, nicht eine Illustration, wie viele Titel, also wie die schlechten Titel das bei einem Bild machen, indem das Bild dann einfach nur das illustriert, was der Titel sagt. Und dann sieht man eben nur das, was der Titel sagt und sonst nichts. Nein, sondern eher eine Paraphrase, also eine Art Parallele, ne? Eine Paraphrase in dem Sinn, dass man sagt, schöne Schrecken, da ist irgendwie der Schrecken drin, aber was Schönes, also irgendwie was Düsteres und dann wieder was Heiteres und so. Also gewisse Gegensätze, die vielleicht auch in den bildnerischen Mitteln liegen. Der Farbfluss ist einmal eher träge und düster und einmal ist er eher flüchtig hingetupft und so. Das wäre auch so ein Gegensatz. Das kann man dann da reindeuten. Und damit wird nicht illustriert, damit wird illustriert nicht das Bild, den Titel, sondern es regt vielleicht nur an, da so eine über diese Paraphrase etwas zu entdecken. Man kann aber auch jetzt noch weitergehen und sagen, schöne Schrecken, das kenne ich doch. Das ist doch, wie heißt das Gedicht von Rilke? Wie die Vögel, welche an den großen Glocken wohnen, in den Glockenstühlen, plötzlich von erdröhnenden Gefühlen in die Morgenluft gestoßen und verdrängt in ihre Flügel Namenszüge schöner Schrecken um die Türme schreiben, können wir bei diesen Tönen nicht in unseren Herzen bleiben. Und dann kann man diese ganze Geschichte, die dann von Rilke, diesen Vögeln, die da in der Luftraum flattern und die Kirchtürme herum und die Glocken, die läuten, die kann man da auch noch von mir aus irgendwie reindeuten. Und dann wird die Sache schon relativ komplex und es gibt einen gewissen assoziativen Reichtum, der eben nicht die Reduktion auf so einfache Begriffe behindert.
Oder man kann noch mal was anderes machen, und das ist bei meinen anderen Titeln, wenn ich sie dann noch weiter kurz beanspruchen oder langweilen darf. Manche meiner Titel beziehen sich gar nicht auf das Bild, sondern auf das Verhältnis, die Beziehung zwischen dem Bild und mir oder dem Bild und Ihnen. Also zum Beispiel, da gibt es ein Bild, das liegt da im Fenster, das hat auch einen Titel, das ist das zweite, was einen Titel bekommen hat. Die anderen haben alle keine. Das heißt jetzt aus der Trübe müder Überdrüsse. Also allein schon wegen dieser Klang. Der Klang ist ja allein schon gut. Aber man hört auch schon so ein bisschen, da wird irgendwie aus der Trübe müder Überdrüsse, also heraus irgendwie geht. Man soll vielleicht herausgerissen werden aus einer eher trüben Betrachtungsweise und aus der gewohnten Betrachtungsart, die ja diese begriffliche Verengung beinhalten würde. Aber es bezieht sich auch auf, also das betrifft dann mehr das Verhältnis der Betrachter gegenüber der Betrachterinnen und Betrachter gegenüber dem Bild, indem sie sich herausreißen lassen aus der engen Betrachtungsart. Aber es könnte aber auch mein Verhältnis bezeichnen zu dem Bild, indem ich nämlich da mit diesem Herumschmieren auf den Färben mit Graphit ist sozusagen im Trüben fische und dann aus diesem Trüben heraus irgendetwas sich entwickelt und man nicht unbedingt an das Rilke-Gedicht, was natürlich auch dahinter steckt, Sie kennen das ja natürlich alles, aus der Trübe müder Überdrüsse reißt, die wir einander bringen, die wir einander bebend bringen, uns die Botschaft, also eine völlig verquere Grammatik, die vielleicht auch mit der verqueren Zeichnung hier was zu tun hat, reißt, die wir einander bebend bringen, uns die Botschaft, welche wir vergingen und so weiter. Wir kennen das ja. So, und ja, reicht vielleicht. Vielen Dank. Ich frage einfach mal, wo bin ich hier eigentlich? Ja, das ist eine kleine Galerie hier im Galerienviertel, könnte man sagen, in der Maxvorstadt. Vom Johannes Rodach, bitte. Und er hat mir die Möglichkeit gegeben, hier meine Sachen auszustellen. Und es ist wirklich eine kleine Galerie mit, ich glaube, insgesamt vielleicht 10 Bildern. Und ich spreche mit dem Künstler. Wie empfinden Sie die Situation? Naja, das ist ja mit 10 Bildern eine kleine Ausstellung und die hat eine gewisse Intensität. Also dadurch, dass die Dichte, also auch auf dem geringen Raum mit nicht zu großen Abständen 10 Bilder hängen, kommt da eine Intensität zustande, die man in anderen Ausstellungen nicht so hat. Das auf jeden Fall. Und es ist immer schwierig, den Künstler zu fragen, was hat er da jetzt eigentlich ausgestellt? Das mache ich nachher mit den Besuchern nochmal. Aber Sie haben mir gerade eben eine Ihrer Techniken erklärt. Vielleicht können Sie mir das nochmal erzählen. Und ganz kurz schildern, was wir für ein Bild sehen. Naja, es sind ja zwei Arten von Bildern. Einmal Zeichnungen und einmal Malerei. Also 5 Zeichnungen, 5 Gemälde. Und bei den Zeichnungen arbeite ich natürlich ganz anders als bei der Malerei, also im Wesentlichen anders, manchmal doch wieder ähnlich. Also fangen wir mal mit den Zeichnungen an. Ein großer Teil der Zeichnungen entsteht bei mir durch gewisse Zufälle, die ich langsam sich entwickeln lassen, denen ich Raum gebe, indem ich ein Blatt einfach anfange zu füllen mit Schraffuren, mit beliebigen Lineaturen und beobachte, was dabei sich entwickelt, ohne dass ich es besonders gezielt beeinflusse. Ich habe keine bestimmte Vision, was am Ende das Ergebnis der Arbeit sein soll, sondern ich reagiere auf das, was schon da ist, auf das, was ich angefangen habe und was dann mit der Zeit teils durch meinen Eingriff, teils von alleine sich in eine bestimmte Richtung entwickelt und lass mich gerne davon überraschen.
Und es sind interessante Bilder. Wir haben heute hier eine gewisse Herausforderung. Wir machen das ja auch oftmals für sehbehinderte Menschen und schildern, was auf den Bildern zu sehen ist. Das ist heute eine gewisse Herausforderung, das darzustellen oder zu erklären. Aber das mache ich auch lieber mit den Gästen, die hier sind. Wenn ich Sie fragen darf, Sie sind ja schon lange, lange, lange im Geschäft. Und Sie sind auch, wenn ich das richtig gelesen habe, Professor für... Ich hatte einen Lehrstuhl an der Universität in Karlsruhe für Grundlagen der Architektur, beziehungsweise Institut für Grundlagen der Gestaltung. Und da war das immer, die Malerei, immer ein Teil davon schon für Sie? Das kann man so nicht sagen. Ich habe... ursprünglich mal ein Architekturstudium gemacht und nachher ein Kunststudium. Und seit ich das Kunststudium in den 80er Jahren an der Städelschule in Frankfurt mit dem die Richtung in die freie Kunst eingeschlagen hatte, wollte ich dabei eigentlich auch bleiben. Und habe das auch immer wieder praktiziert, aber habe parallel dazu dann wieder auf dem Gebiet der Architektur gearbeitet, mit einem Büro mit meiner Frau zusammen, Architektur und Stadtplanung und eben 30 Jahre lang auch als Hochschullehrer. Aber parallel dazu habe ich immer auch an der Malerei und an der Zeichnung gearbeitet, ohne dass das jetzt unbedingt ein Bestandteil der Lehre an der Hochschule war. Ich verstehe, ja. Und Sie, wir sind ja hier in München und Sie haben ja vorhin so ein bisschen scherzhaft gesagt, im Galerieviertel. Wie muss ich das einschätzen hier in München, die Kunstszene und Sie in dieser Kunstszene? Es gibt natürlich in München eine extrem entwickelte Kunstszene und ich versuche mich mühsam drin zu orientieren. Und diese Gelegenheit, die Sie hier haben, ist durch die Zusammenarbeit mit dem Johannes gekommen oder wie ist das passiert? Richtig, er hat mich angesprochen, nachdem er erfahren hat, was ich mache und sich für meine Arbeiten interessiert hat und wir haben uns geeinigt, jetzt mal im Herbst diese Ausstellung zu machen. Sie hat heute begonnen sozusagen. Wie lange wird sie hier zu sehen sein? Bis zum 27. Naja, also einige Tage schon noch. Und dann will ich Sie auch Ihren... Parallel dazu übrigens noch eine andere Ausstellung. Ja, richtig, gestern ist sie eröffnet, ne? Ja, oder? Ja, ist gestern eröffnet worden und dauert auch ungefähr so lang, nicht ganz so lang, bis zum 22. Im Hochbunker neben der Schrannenhalle. Der Architekturgalerie München. Ja. Jetzt kümmern Sie sich um Ihre Besucher, um die Besucher der Galerie und vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen auch. Und ich frage immer auch die Besucher, wenn sie vor einem Bild stehen, beschreiben mögen, was sie sehen und was sie dabei empfinden. Das wäre sehr lieb, wenn sie das machen können. Okay. Also ich sehe hier zumindest eine Bleistift oder vielleicht auch eine Kohle-Bleistiftarbeit und verschiedene Linien vor allen Dingen in unterschiedlicher Intensität und dadurch entstehen ganz unterschiedliche Wirkungen auf dem Bild, sehr dichte, dunkle Szenen, weiße, helle Szenen und es hat eine Wirkung dadurch bekommt das Bild auch eine interessante Tiefe an manchen Stellen und aber auch eine relativ flache Wirkung an anderen Stellen. Durch die verschiedenen Linien ergibt sich irgendwie auch so eine Verworrenheit in diesem ganzen Bild, die ganz interessant ist. Und die Wirkung ist, ich sehe da auch was Florales, ehrlich gesagt, so irgendwie in gewisser Weise so was Gewachsenes, auch durch diese Linienstrukturen. Und denke da auch so ein bisschen an so eine sehr dichte Pflanzenstruktur, so das, was ich da so sehe. Es ist also kein gegenständliches Bild und man muss sich da was bei denken. Ja, genau. Ja, und bestimmt sieht auch jeder da so was ganz, ganz Unterschiedliches, anderes und das ist so, das ist die Wirkung, die es auf mich jetzt so im ersten Moment hat. Welche Empfindung habe ich? Also es löst Erinnerungen aus. Durch dieses Florale löst auch Erinnerungen an Momente auch in der Natur aus. Und deswegen ist es auch eine schöne, angenehme Wirkung. Es ist erstaunlich, das mit der Natur, weil die Grundfarbe ist, also die Grundierung ist völlig weiß und dann einfach grau bis dunkel, sehr durcheinander sozusagen, könnte man auch sagen. Aber es wirkt irgendwie. Und ich weiß auch nicht, warum. Ja, genau. Das stimmt. Also die Farbe ist es natürlich nicht, die einem jetzt an etwas Florales oder Naturelles irgendwie erinnern lässt,
das ist für mich diese Struktur und diese Linien, diese sehr verworrenen Linien, die auch so ein bisschen, so wie Pflanzen sich halt auch überhaupt nicht irgendwie rhythmisch und geordnet bewegen und wachsen, so wachsen diese Linien auch. Und vielleicht noch zum Abschluss eine persönliche Frage. Wie kommen Sie hierher? Was führt Sie her? Also wir sind jetzt über einen Freund hier in die Ausstellung gekommen, der von der Ausstellung über den Sohn von Alban Jansson gehört hat. Und ich bin selbst auch Architekt. Ich habe, das muss ich ihm nachher auch noch sagen, ich habe auch im ersten Semester sogar beim Alban Jansson Architektur studiert. So eine kleine Verbindung. Und so auch oft über diese Schiene natürlich auch Kunst interessiert und immer interessiert auch an neuen Werken und Ausstellungen. Vielen Dank. Bitte, danke. Ich bin jetzt hier vor einem Bild und Sie sind einfach so nett und schildern den Menschen, die es eben nicht sehen können. Nee, also zu sehen ist auch ein großes Blatt Papier mit jede Menge Strichen, die aber in sehr abstrakter Form, fast schon wolkig, vielerlei darstellen könnten. Aber was ich persönlich eigentlich sehe, ist in der unteren Hälfte des Bildes ein Rücken eines Mannes, wo man so die Muskelpartien leicht erahnen kann, und dann aber irgendwie der Hals in diesem Wirrwarr aus Strichen und Schatten verschwindet. Und ein bisschen Fantasie könnte man auch weitere Silhouetten auf dem Bild erkennen, so im oben rechts würde ich sagen, vielleicht ein Auge mit oder ein Mund. Mein Ohr. Also, ja, es gibt auf jeden Fall ziemlich viel Interpretationsspielraum. Dafür, dass es nicht gegenständlich ist, lassen Sie Ihre Fantasie gerade voll spielen. Also, ich glaube, das liegt definitiv im Auge des Betrachters. Also, ich vermute mal, auch andere Leute würden auch andere Dinge sehen. Es ist jetzt nicht so, dass es klar wäre, was das Bild darstellt. Also damit habe ich gerade, ich hatte vorher den Künstler gebeten, mir mal so ganz kurz von seiner Technik zu erzählen, und da hat er die Technik dazu geschildert, und es kam letztendlich dabei heraus, dass da genau das, was Sie sagen, nämlich, dass Sie derjenige sind, der das Bild macht. Das Gefühle, das es in mir auslöst, also an sich ist es, würde ich sagen, eher eine, also man kann nicht sagen grafische Arbeit, aber eher, also es hat ja keine Farben. Also es ist dadurch eher, würde ich sagen, sachlicher. Es löst jetzt nicht so viele Emotionen in mir aus, weil es irgendwie nicht so farbenfroh ist. Ja. Welche Gefühle? Also es ist irgendwie ein Gefühl von Ordnung und Unordnung zugleich. Also es gibt Flächen, die sind dunkler, heller, es gibt Akzente, es gibt Schatten, und es ist eher so ein Suchen nach einem Motiv. Es ist kein Gefühl der Klarheit. Also es ist, ja. Okay. Und jetzt zum Abschluss eher noch was Persönliches. Wie kommen Sie hierher? Warum sind Sie da? Ich kenne den Sohn des Künstlers, bin mit ihm gut befreundet und gehe ganz gerne zu den Ausstellungen von seinem Vater. Und finde es immer schön zu sehen, was er dann Neues präsentiert oder eins seiner Werke. Prinzipiell finde ich schon diese Werke, also die Zeichnungen sehr schön, die eben sehr abstrakt sind, wo man eigentlich immer auf der Suche ist nach dem Motiv. Also ich finde, das ist auch, wo man sich nicht so schnell satt sieht. Also da. Wir stechen ein Bilder durch das Motiv, aber nach einem halben Jahr mag man sie dann nicht mehr sehen. Genau, und ich glaube, hier ist es ein bisschen was anderes. Man merkt aber auch, manche Bilder brauchen, glaube ich, auch große Räume, und wo ich dann merke, ja, für meine kleine Wohnung ist es ja vielleicht doch nicht so gut geeignet. Also während wir gesprochen haben, ist mir eingefallen, ich liege auf der Wiese und gucke in den Himmel und ein Gewitter zieht sich zusammen. Das könnte auch sein, ja. Ja. Aber erst seitdem wir reden. Ja. Vorher hatte ich das auch nicht. Nee, und das ist genau der entscheidende Punkt. Also ich finde, man kann recht lange vor den Bildern stehen und entdeckt immer wieder was Neues. Also man sucht sich irgendwie Motive und fragt sich, ist das vielleicht die Intention des Künstlers oder auch nicht? Oder gibt es da irgendwie ein Vorbild aus der Natur oder aus der Realität? Aber man kann es nicht abschließend beantworten. Also es bleibt offen. Muss gar nicht. Genau. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Schön. Ja.
Entschuldigung, darf ich mich hier mal so zu Ihnen gesellen? Wir sind das Literaturradio Hörbahn und machen über die kleine Vernissage einen kleinen Bericht. Und ich habe gehört, Sie sind aus Stuttgart extra hergekommen. Ja. Wie kommen Sie hierher? Wir haben eine persönliche Beziehung zum Maler. Zu suchen. Wir sind nur für die Ausstellung hergekommen. Wir müssen heute Abend wieder nach Hause. Das wollte ich hören. Und gleichzeitig ist ja noch die andere Ausstellung und die wollen richtig, wir uns auch da gibt's ja noch an. Die ist gestern eröffnet worden. Habe ich zu spät mitbekommen, sonst wäre ich vielleicht auch dort gewesen. Ja und wie gefällt Ihnen das, was Sie sehen? Ja, wunderbar. Vor allen Dingen ist es so schön, dass man so viel reininterpretieren kann. Mhm. Jeder, was er mag. Und zwar, das ist so richtige Kunst, wo man das dann auch kann. Ja. Mhm. Verstehe, genau. Und haben Sie schon ein Bild gesehen, was Sie im Prinzip sich auch ins Wohnzimmer oder ins Arbeitszimmer hängen würden? Ja, das dort auf jeden Fall. Aha. Weil diese helle Lichtquelle. Und Mögen Sie mir eines der Bilder einfach beschreiben? So wie Sie es sehen, wäre doch ganz schön. Ja, ich versuche es einfach. Es ist eigentlich ein dunkles Bild, aber mit einer sehr, sehr hellen Lichtquelle im linken oberen Drittel. Und das hat irgendwie diese Lichtquelle hat Korrespondenzen zu heftigen blauen Farbinseln. Und dadurch ist das Bild in der Balance und kippt nicht aus dem Gleichgewicht. Es ist ja nicht gegenständlich. Wir müssen uns schon was dabei denken, was dort gemalt ist. Ja, deshalb habe ich das mit der Lichtquelle gesagt. Ein bisschen wie eine Spiegelung auf einer Wasserfläche. Das könnte man sich auch vorstellen, zum Beispiel in der Höhle von Zeus. Und jetzt ist man ganz unten und guckt nach oben ins Helle. Aber für mich ist es mehr eine Spiegelung von einem Licht. Da kommt das zum Tragen, was ich am Anfang sagte. Das kann man verschiedene Sachen reininterpretieren. Es ist noch ein anderes, aber es ist hier ein Bild. Ich erzähle ein bisschen den Hörern. Es ist ein Bild, das auch abstrakt ist, mit Flecken drauf. Auch letztendlich so eine Farbkomposition, aber deutlich dunkler als das, was eben gerade beschrieben wurde. Und es ist beides dunkel, ne? Es hat beides diesen Gegensatz zwischen dunkel und hell. Da fehlt dieser Lichtimpuls, den Sie genannt haben. Ja. Das wäre was für Sie, da würden Sie sagen, das könnte ich mir angucken zu Hause. Ja. Es hat eine dunkle Basis und dann kann man sich die Lichtflecke wie Schneeflocken vorstellen oder wie einen Blumenstrauß oder. Darfst du es mitnehmen jetzt hier rein von der Idee her? Von der Idee her ja, aber es kommt natürlich überhaupt nicht in Frage, dass sie das mitnehmen darf, weil wir müssen noch viel mehr Bilder sehen, ehe wir uns entscheiden. Alles klar, so war es auch nicht gemeint. Alles klar, vielen herzlichen Dank, viel Spaß noch. Ja? Danke. Ich bin jetzt hier gerade bei der Zeichnung hängen geblieben und ich fand es total toll, dass ich das Auge da so verlieren kann und man nah davor steht und versucht, diese Striche irgendwie nachzuverfolgen und es gelingt überhaupt nicht. Und das fand ich gerade ganz toll. Und versuche immer da was drin zu sehen und dann sehe ich nichts und dann sehe ich doch was. Und dann sehe ich wieder nichts und dann sehe ich doch was. Und es gibt so Schleifen im Auge. Ja, es ist verwirrend. Wir versuchen ja als Menschen immer Muster oder irgendwas zu erkennen, was wir kennen. Und das ist schwierig. Aber die Idee mit dem Verfolgen der Striche ist mir neu. Also das hat noch keiner gesagt. Naja, schon. Also ich verfolge die schon und versuche dann, absolut, und versuche dann schon nachzuvollziehen, wo führen mich die hin? Führen mich die eben wohin, wo ich was erkennen kann? Oder führen mich die nirgends hin, wo ich eben nichts erkennen kann? Oder eben doch was erkennen, aber nichts erkennen? Also es muss ja kein Widerspruch sein. Ich finde es immer interessant, es gibt ja diesen physiologischen Effekt, den sinnesphysiologischen Effekt, dass wenn man die Augen zusammenkneift, dann verändert sich so ein Bild, weil man dann die Informationsmenge reduziert. Genau. Ja, aber das funktioniert vor allem dann, wenn es Hell-Dunkel-Kontraste gibt. Und insofern funktioniert es hier nicht gut. Bei dem nicht, nee. Bei den anderen schon eher, finde ich, aber auch nicht so richtig gut. Ja, und was gibt Ihnen das Bild? Wie fühlen Sie es? Das kann ich gerade gar nicht sagen. Aber das macht ja auch nichts. Ich fand jetzt einfach diesen Prozess ganz toll. Ja. Muss ja auch nicht. Also das ist, aber es kann einem trotzdem gefallen. Und jetzt zum Schluss vielleicht noch was Persönliches. Wie kommen Sie her? Warum sind Sie da?
Ich bekomme die E-Mails vom Johannes Rodach und mir haben tatsächlich die Bilder in der Ankündigung sehr gefallen und deswegen bin ich hier. Mhm. Vielen Dank und viel Spaß weiterhin. Bis zur nächsten Vernissage. Damit wollen wir es genug sein lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war ein faszinierender Einblick in die Ausstellung Farbfluss und Strichgewebe. Eine eigene Wirklichkeit von Alban Jansson, hier in der Galerie Kunst 66 in Schwabing. Wir haben die einzigartige Verbindung von Zeichnungen und Malereien erlebt, die einen Dialog zwischen Stille und Farbe, Zufall und Struktur erschaffen. Vielen Dank, dass Sie mit dem Literaturradio Hörbahn dabei waren. Alles Gute und schöne Kunsterlebnisse. Bis zum nächsten Mal. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.